Plan C, yeah! Ich brauche einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja. Herzlich willkommen. Heute packen wir unsere Rucksäcke aus. Und zwar sind die doch gepackt von der Tour, wo wir in dem Horror Lost Place geschlafen haben. Und das war ja unsere erste wirkliche Übernachtung, sag ich mal, jetzt draußen. Und da zeigen wir euch mal, was wir alles mitgenommen haben. Und wir sagen auch, was wir das nächste Mal nicht mitnehmen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja. Na, was wir gelernt haben, wo ich jetzt schon sagen kann, also da spare ich mir das nächste Mal auf jeden Fall oder mach es halt anders. Tja, das sind unsere Rucksäcke, die wir mitgenommen haben. Rechts ist der von Papa, links von mir. Meiner ungefähr 60 Liter. Ja, Tja, ich kann es dir genau sagen. 55 plus 10. Der soll angeblich, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich glaube so 90, 100 irgendwas. 100. Obwohl es mir für 100 ein bisschen klein vorkommt, aber hat auf jeden Fall noch jede Menge Schlaufen und Möglichkeiten. Was ja, das ist nicht schlecht. Ja, das ist also der Inhalt von Lukas an Rucksack. Da fehlt jetzt noch eine Jeanflasche und das OP. Na gut, das ist ja in der Tasche. Also, fangen wir mal an. Diese hier ist, wo habe ich die her? Vom Aldi? Die ist vom Aldi. Das, glaube ich, kostet 9 Euro und ich glaube 9,99 Euro. Ist ziemlich breit, ist eigentlich gar nicht schlecht. Dicke, ich glaube 1 cm, ne? Ja, 1 cm. Diese hier haben wir vom Action, ist kleiner, ist, würde ich sogar sagen, eigentlich fast noch besser wie die, oder was meinst du? Ja, denke ich. Ist vom Action, ist billiger, kostet nur 6,99 Euro. Ist natürlich auch keine Isomatte in dem Sinn, sondern halt nur eine Yogamatte. Yogamatte, aber füllt seinen Zweck. Beim nächsten Mal werden wir natürlich nur eine von beiden mitnehmen. Diesmal wollten wir halt beide mal und ein bisschen Glamping machen, sag ich mal. So, dann haben wir natürlich, achso, die Isomatte hier, die liegt da runter von der Bundeswehr. Das war die dritte. Dann hat Lukas sie noch mitgenommen, schöne selbstgestrickte Socken. Die hast du auch angezogen, ne? Ja. Die Nacht, weil die dann halt doch an den Füßen kalt wurde. Also da würde ich wahrscheinlich das nächste Mal normale Socken mitnehmen und nicht so extrem dicke. Halt dicke Socken, aber... Schon schön. Ja. Dann haben wir die Kopflampen mitgehabt und haben sie überhaupt nicht genutzt. Was eigentlich Blödsinn war, weil die natürlich viel leichter sind. Wir haben die anderen ja eigentlich nur mitgenommen, die sind jetzt noch in meinem Rucksack, um sie halt ja, zu zeigen oder so. Die wollen wir dann, die schweren, die großen wollen wir auch nicht mitnehmen und würden nur die beiden Kopflampen, das reicht vollkommen. Als Backup haben wir hier noch einmal eine Kurbellampe mitgenommen. Die wiegt wirklich nicht viel, das sind nur so ein paar Gramm, die würde ich auch wieder mitnehmen. Und hier noch so eine alte Billigstirnlampe. Einfach nur, damit man was hat, was man so mal in die Ecke stellen kann oder so. Die wiegt auch nicht die Welt, ich glaube, die würde ich auch wieder mitnehmen. Mhm. Ne? Einfach nur, damit du noch was hast. So, und dann ein Kopfkissen. Wie gesagt, Glamping. Nein, das haben aber viele mit. Das Kopfkissen, das haben wir gekauft. Wo haben wir es gekauft? Auch bei Aldi? Kann sein. Ich glaube bei Aldi, ne? Nee, bei Norma. Nee, bei Norma. Bei Norma sind die gerade im Angebot für 3,99, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber der Sack, das ist unserer. Der Sack gehört nicht, natürlich nicht dazu, das ist unserer. Das ist so ein schön flauschiger, so Mikrofaser. Also ich muss ehrlich sagen, mir hat das Kopfkissen nicht viel gebracht. Ich würde es nicht wieder mitnehmen, weil ich habe eigentlich ein anderes mit. Ich habe aber das auch benutzt. Ich würde es nicht wieder mitnehmen. Also ich würde es hier auf dem Sofa lassen. Wenn du es nimmst, würdest du es wieder mitnehmen, du hast kein anderes. Mm. Ja, ich würde mal zum Aufblasen mitnehmen mit den Schafsfell. Das bringt mir mehr. Also das ist verschwendeter Platz eigentlich. Dann haben wir mitgenommen für Lukas, weil wie gesagt, der Schlafsack, da kommen wir noch zu, der ist nicht so besonders gewesen. Oh, hier hängen noch Spinnenwirken dran. Zwei Fließdecken, dünne. Die sind, glaube ich, so, weiß gar nicht, 2 Meter, 1,50 Meter. Mhm. Ne? Mitgenommen. Würdest du die auch wieder mitnehmen? Ich sag mal mitnehmen. Also bis zum nächsten Mal, wenn ich einen besseren Schlafsack habe. Ja. Nicht mehr. Denke ich auch. Also mit einem vernünftigen Schlafsack brauchst du eigentlich keine Fließdecken mehr, weil die nehmen ja, ich meine, die sind leicht ohne Ende. Vom Gewicht her ist es egal, aber die nehmen halt viel Platz weg. Dann eine lange Unterhose zur Vorsicht, die du gar nicht angezogen hast. Ja. Kannst du dir das nächste Mal auch sparen. Hm. Opinel geht immer mit, ist klar. Eine Axt. Die würde ich mitnehmen. Die würdest du mitnehmen, weil die hat beim Brennholz eigentlich ganz gute Arbeit gemacht. Die ist wirklich gut. Nicht schlecht. Das ja. Machete würde ich einmal lassen. Die Machete würde ich nächstes Mal auch einmal lassen an deiner Stelle, weil ich hatte ja eine mit. Mhm. Zwei Macheten ist Blödsinn und dann noch eine Axt dazu. Hätten wir uns sparen können. Glamping. Hirschteig-Fußcreme, wozu du auch immer das Ding. Die war noch drin vom letzten Mal. Ach so, ja, die können wir nächstes Mal auf jeden Fall auch einmal. Weißt du schon, was die noch drin ist? Ha? Von der Teufelsmauer. Von der Teufelsmauer? Ja, aber das musst du vorher machen.
Und wenn du dich mitschleppst, nützt dir das nichts. Das kann. Dann haben wir hier den berühmten Schlafsack. Ja, ich sag mal, du hast ja eigentlich ganz gut drin geschlafen, aber es ist halt einfach nur ein Billigding. Das ist irgendwie vom Aldi mal gewesen hier oder so. Man merkt auch hier, das ist ein Sommerschlafsack. Das ist eigentlich ein Witz. Den würde ich natürlich nächstes Mal auch nicht mitnehmen. Wie gesagt, wir sind da dran und arbeiten dran, eine vernünftige Schlafdecke. Ich habe mich übrigens für den Yukon entschieden. Die Unisolmatte würde ich wieder mitnehmen. Du hast dich für den Yukon entschieden? Ja, für den Yukon. Ja, sehen wir dann. Müssen wir mal. Ich bin eigentlich so am Niederländischen interessiert und am Yukon. Ich weiß es auch nicht. Der Yukon ist ja nicht zu kriegen. Ja, das hier ist der Inhalt von Papas Rucksack. Den stelle ich jetzt mal vor. Das ist unsere fette Taschenlampe. 1000 Euro von Norma. Von Norma, die gibt es jetzt wieder im Angebot. Die Unterlage. Die wird man mitnehmen. Ja. Aber das ist vom das ist übrigens eine Plane in Flecktarn vom Action-Markt. Dann zwei Flaschen. Zwei Flaschen, eine Delgi und eine Chiliber. Die wurde auch unter der Tatonka-Topf. Der richtig angerostet ist, den wir nochmal sauber machen müssen. Aber so richtig, ja? Boah. Naja. Hier war das Tab mitgenommen, jetzt ist das Backup. Ein Poncho. Den hätte ich wahrscheinlich auch noch mitgenommen, der war ja für dich. Ja. Dann einfach drei Feuerzeuge für so als Lampen und so. Das Messer, das darf nicht fehlen. Das ist auf jeden Fall, das muss erstmal auch machen. So. Eigenkonstruktion. Eines der besten Messer, die ich jemals hatte. Haben wir auch mal 2000. Flohmarkt, ne? Ja. Dann dein eigentliches Kopfkissen? Das hätte ich nehmen sollen. Ich habe es mitgenommen und habe es nicht genommen. Das hätte ich nehmen sollen, aufblasen sollen, um mit dem Schaffell zu sein. Das wäre besser gewesen als dieses Plüschkissen hier. Das Plüschkissen, das war nicht für mich. Das ist einfach zu flach. Das hat seinen Rucksack dran. Das ist zum Festigen von den Isomatten und so. Würde ich auch wieder nehmen, ist sehr gut. Dreieckstuch. Auf jeden Fall immer dabei. Von Benningstein. Das ist von der Bundeswehr, das haben wir in Benningstein gekauft. Hier ist das normale Kissen, ja, das ich auch schon gedacht. Das würde ich mir sparen. Das Schafszelt von Poco. Das nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Das ist mein Kissenbezug. Das ist herrlich, ne? Also da muss ich ehrlich sagen, das wertet das ganze Schlafen nochmal richtig gut auf. Das ist richtig gut. Die Silky Big Boy, die muss dabei sein. Würde ich auch wieder mitnehmen. Dann die Machete. Würde ich nächstes Mal nicht mitnehmen. Folgen. Condor. Ja. Die würde ich nächstes Mal nicht mitnehmen. Ich liebe das Ding, aber die ist mir dann einfach zu viel. Also eine von beiden hätte man mitgenommen, eben nicht beide. Dann mein Regenponcho hätte ich auch wieder mitgenommen, obwohl ich da noch schon dran bin und überlege, ob ich mir nicht einen leichteren halt hole. Das ist der gummierte noch. Da würde ich mir wahrscheinlich einen leichteren holen. Dann, das war ganz wichtig. Hier ist das Wichtigste. Das überhaupt. Toilettenpapier. Mülltüte würde ich auch wieder mitnehmen, glaube ich. Mütze, auch nicht genommen. Auch nicht genommen, aber ja. Feuertasche, auch Feuertasche. Die war wichtig. Dann, das ist eigentlich für Hühne Leckerlis. Ich weiß nicht, was hast du hier drin? Das ist alles Bauerbrot drin. Achso. Ja, das ist eigentlich für Hühne Leckerlis. Das ist auch nicht so schwer. Kaffeebeißer brauche ich, muss ich mitnehmen. Kochgeschirr. Das ist mein Kochgeschirr. Und das würde ich auch. Ich muss auch eigentlich sagen, da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ja? Also ja. Das ist alles Alu, das finde ich allzu schwer. Das passt alles rein. Da ist der Kocher drin, da ist ein Ständer drin, da ist Spiritus drin, da ist ein Zeigeorte. So wie auch immer. Da habe ich die Isomatte mit und die ganzen Dinger mit zusammen gemacht. Die müssen wir auch mitnehmen. Na gut, die haben wir uns. Die haben wir. In der Poco gekauft. Einfach nur so als Kucklicht. Ja. Hat auch viel gebracht. Socken. Hätte ich mir auch sparen können, habe ich auch nicht angehabt. Klopapier. Nochmal Klopapier. Man kann nie genug Klopapier mit haben. Wichtig. Das Wichtigste. Also ich würde auf jeden Fall so eine zusammengequetschte Rolle, mindestens eine würde ich pro Nacht mitnehmen, ganz ehrlich. Hm. Weil das muss sein. Man weiß nie, ob die... Das riecht ja auch nicht. Das ist ja jetzt nicht wirklich, dass du sagst. Man weiß nicht, ob das mexikanische Essen gut war. Genau. Erste Hilfe-Set. Ganz wichtig. Auch wichtig. Würde ich auch wieder mitnehmen. Das ergibt mein Herz. Das bringt auch nicht allzu viel. Das ist für Radfahrer hier und Wanderer. Dann natürlich die Bundeswehr-Wolldecke. Ja, da ist es natürlich wieder die Sache. Das Ding ist gut, aber es ist auch schweineschwer. Würde ich jetzt im Sommer zum Beispiel, wenn ich jetzt ohne Schlafsack draußen schlafen würde, wenn ich nur mal so schnell eine Übernachtung machen, würde ich die Wolldecke nehmen. Oder eben einen dünnen Schlafsack, dass man einen Tropen holt oder sonst was.
Aber jetzt so im Winter würde ich lieber einen vernünftigen Schlafsack nehmen, anstatt den Wolldeck. Das ist mir hier schwer. Das ist die Isomatte. Die ist auch gut. Ja. Die ist wirklich gut. Also 19 Euro gerade im Angebot bei Rewe, 1,8 cm. Hält, ist ziemlich robust. Ich sehe keine Beschädigung oder sonst was hier dran. Und lässt sich gut drauf schlafen. Aber das könnte natürlich die einer sein, aber das kann man sicher machen. Und natürlich die Bundeswehr-Isomatte. Ja, soweit. Das war es eigentlich schon, unser Auspackvideo. So, jetzt so einen kleinen Tipp. Wie war das erste Mal und was würdest du anders machen? Oder was könntest du so als Tipp geben für Leute, die das erste Mal übernachten? Ich würde den Leuten raten, die das erste Mal raus schlafen, wenn ihr irgendwelche Geräusche hört, hört genau hin. Überlegt, was es sein könnte. Wir haben auch Fuchs gehört. Ja, wir haben Fuchs, Eichhörnchen. Kühe waren dabei. Kühe. Eisenbahn. Dann kommt noch an, wann ihr schlafen wollt und wo ihr schlafen wollt. Also lieber erstmal zu viel mitnehmen und dann beim zweiten Mal gucken, was rauskommt. Genau. Das wäre erstmal zu viel. Vor allen Dingen, wenn man eine relativ schlechte Ausrüstung hat und eben so wie wir nicht die passenden Schlafsäcke und so. Mein NVA-Schlafsack war ja übrigens noch dabei, den habe ich jetzt schon entsorgt, weil ich konnte das Ding nicht mehr sehen. Das war wirklich der absolute Witz. Die Dinger gibt es, glaube ich, im Internet auch für, ich habe sie schon für 15 Euro gesehen, die sind. Also bei NVA-Zeiten waren sie nicht schlecht, aber wenn man sich überlegt, wie alt die schon sind, ist einfach ein Witz. Der gute NVA-Schlafsack. Der gute NVA-Schlafsack. Der war schon in Russland. Aber der war auch leider schon kaputt. Und ja, so ein Reißverschluss da rein, den lohnt sich der Aufwand nicht. Was ich auf jeden Fall raten würde, wenn ihr das erste Mal draußen seid, bleibt relativ nah, sag ich mal, am Auto, dass ihr immer die Möglichkeit habt, wenn es überhaupt nicht geht und ihr irgendwie mit der Psyche oder ich weiß nicht, manche kriegen ja Probleme, wenn sie jetzt Geräusche hören oder so, dass ihr dann sagen könnt, okay, wir brechen hier ab oder wenn es zu kalt ist zum Beispiel, wir brechen hier ab und das Auto steht in der Nähe. Das ist besser, als wenn ihr irgendwo das erste Mal auf dem Brocken schlaft und dann einfach da seid und sagt so, wir kommen jetzt hier nicht weg, wir müssen jetzt 7 Kilometer da runter, das schaffen wir nicht. Dann hat es uns ganz gut geholfen, finde ich, wenn man so ein kleines Guckelicht hat. Das hat so ein bisschen was Psychologisches, ne? Wir haben also diese Dinger hier genommen und hatten hier noch die großen. Also, hol ich mal. Ja, die ist irgendwo da hingetan. Ich weiß gar nicht, wo ich sie hingeschleppt habe. Wir hatten noch so große Lichter, das sind so Öllichter. Ja, die haben die ganze Nacht gebrannt. Und ich denke mal, die werden auch noch 3 oder 4 Tage weiter brennen. Keine Ahnung, hier haben wir jetzt 2 neue. So sehen die aus. Die kosten in der Domäne, in der Teppichdomäne, kostet das Stück 75 Cent. Und da habt ihr Licht, was wirklich die halbe Ewigkeit hält. Ne? Also wenn man zum Beispiel mal aufwacht und muss irgendwo pinkeln gehen oder so, dann kann man immer, die sind auch relativ windgeschützt da drinnen. Also die gehen auch so schnell nicht aus. Wir haben die um 4 oder so angemacht. Nachmittags und frühestens um 7 oder so sind wir ab. War die erst bis hierhin weg. Ja, also die brennen einige Nächte, sag ich mal. Ja, das war's eigentlich schon so als Tipp. Wie gesagt, das nächste Mal wird alles anders. Ich hoffe, dass wir bis dahin vernünftige Schlafsäcke haben. Und ja, da noch so ein bisschen was dran drehen an Sträubchen. Aber das merkt man dann halt auch erst, wenn man wirklich mal alles mitgeschleppt hat und draußen war, dass man, was man halt braucht und was man nicht braucht. So, das war's für heute schon. Ihr, passt auf euch auf, geht in den Wald, werdet bessere Menschen. Du stellst mal Kopfhörer dahin, du Schlingel. Haut rein.